Herzlich willkommen zu unserem Online-Event mit dem Titel KI-gestützte Projektentwicklung als Schlüssel für erfolgreichsten Wohnungsbau. Wir haben über 100 Teilnehmer und das Thema hat also viele interessiert und ich hoffe, wir erfüllen Ihre Erwartungen. Die Vorteile künstlicher Intelligenz, KI, werden gerade in vielen Branchen diskutiert, auch für den Entwurf. Und die Analyse von Immobilienstandorten gibt es entsprechende Lösungen auf dem Markt. Aber lohnt sich der Einsatz hier tatsächlich? Im Hinblick auf immer weiter wachsende Herausforderungen unbedingt, denn eine bessere Entscheidungsgrundlage, mehr Effizienz und weniger Diskussion mit den Entscheidungsträgern, wer wünscht sich das nicht? Und gerade beim Konzept entscheidet sich im besonderen Maße der spätere Erfolg eines Projektes. Diese heutige Veranstaltung ist insbesondere für Immobilien- und Projektentwickler mit dem Fokus Neubauplanung im Wohnungsbau konzipiert. Wenn Sie Ihrem Wettbewerber einen Schritt voraus sein wollen, indem Sie die Vorlaufzeit reduzieren und Entscheidungen nicht nur schneller, sondern auf basisspezifisch soliden Daten treffen wollen, dann sind Sie hier richtig. Sie fragen sich jetzt vielleicht, lohnt sich der Einsatz von cloudbasierten KI-Lösungen für die Projektentwicklung? Unsere Expertinnen geben hoffentlich die Antworten und überzeugen Sie heute über die enormen Möglichkeiten und Vorteile. So, jetzt blende ich mich mal schnell ein. So, mein Name ist Bernd Schlenker und ich sitze hier in der Auxalia-Niederlassung in Bad Dürheim. Am Rande des Schwarzwaldes. Das hören Sie sicher an meinem Dialekt. Ich bin gelernter Architekt, Gesellschafter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Auxalia und seit rund 35 Jahren als IT-Berater im Bauwesen erfolgreich selbstständig. Zudem verantworte ich bei Auxalia den Bereich Marketing, Business Development und bin heute Ihr Moderator. So, damit Sie sich auf die Folien konzentrieren können, klicke ich das auch wieder weg. Nun, ein Blick auf die Agenda. Ich möchte ganz kurz auf die Herausforderungen bei der Projekt- und Immobilienentwicklung eingehen und anschließend zeigt uns SITE die KI-Suchmaschine für Grundstücke, mit der sich Potenzialflächen auf Knopfdruck finden und analysieren lassen. Besonders zu erwähnen ist, dass die Firma eine starke Verbindung zu den Spacemaker-Anwendern vom Architekturbüro Maas und Partner hat. Also Sie hören auch gleich dann noch Aussagen von Anwendern diesbezüglich. Dann zeigt uns meine Kollegin, die Caroline Schröter, warum Spacemaker eine innovative Lösung ist. Zum Schluss werden wir im Roundtable die Fragen gemeinsam beantworten oder über das eine oder andere diskutieren. Bleiben Sie also dran bis kurz vor 12 Uhr. Es wird sich hoffentlich lohnen. Noch ein paar Worte zu Auxalia. Wir sind ein spezialisiertes Beratungs- und Softwareunternehmen für das Bauwesen und stehen seit 1987 für Bauen digital. Mit dem Platinum-Status haben wir die höchste Qualitätsstufe im globalen Autodesk-Partnerprogramm. Fast 5000 Kunden verkaufen auf unsere Lösungen, vertrauen auf unsere Lösungen und Dienstleistungen. In der Schweiz werden zusätzlich diverse Kunden im Infrastrukturbereich bereits von der Geobox und Auxalia betreut. Auch bei diesem Event arbeiten wir eng zusammen. Das Auxalia Management sowie viele unserer Beratungs- und Support, viele Kollegen aus dem Beratungs- und Support-Team bestehen aus erfahrenen Bauexperten, Architekten etc. verschiedener Disziplinen. So sprechen wir immer ihre Sprache, egal ob es um Planungsprozesse, BIM-Technologien oder der Bauausführung geht. Wir begleiten Sie auf dem Weg in eine vernetzte Zusammenarbeit und digitale Zukunft der Baubranche. Im vergangenen Jahr war mit 490 Milliarden das Bauwesen einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Gleichzeitig verursacht der Bau und Betrieb von Bauwerken fast 40% aller Emissionen. Dinge, die Sie ja schon mehrfach gehört haben. Also höchste Zeit, also das Bauen und der Betrieb digitaler und damit effizienter und nachhaltiger werden. Wir vertreiben und implementieren das nicht nur das gesamte Autodesk AEC und BIM-Portfolio, sondern haben
auch Eigenentwicklungen ergänzen, bestehende Audio-Software um wertvolle Funktionen und zusätzlichen Content. Damit lassen sich zum Beispiel mit unseren Tools Planungsaufgaben in der Gebäudetechnik oder im Anlagenbau noch effizienter gestalten oder BIM-Prozesse gezielter umsetzen. Zusatzprodukte wie zum Beispiel Energienachweise und Berechnungen, die von Solarcomputer komplettieren unsere Softwarelösungen. Individuelle Beratung, kompetente technische Support sowie ein umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote runden das Serviceportfolio ab. In dem Zusammenhang möchte ich nun besonders auf unser flexibles BIM-Fit-Konzept hinweisen. Das qualifiziert Sie und Ihre Mitarbeiter für den erfolgreichen BIM-Einsatz, unterstützt Sie beim Auf- und Ausbau Ihrer BIM-Organisation. Es gibt viele komplexe Herausforderungen zu Beginn eines Projekts, die Sie bewältigen müssen. Denn es gibt viele Rahmenbedingungen im Bereich der Projektentwicklung und Anforderungen, die zu beachten sind. Es können natürlich von der Nachbarschaft kommen, zum Beispiel Berücksichtigung vorhandener Bebauung oder Grünflächen oder bauliche Bedingungen wie eine maximale Bauhöhe etc. oder angestrebte Funktionen, zum Beispiel Aufenthaltsbereiche im Außenbereich, Spielplätze, Cafés und so weiter. Aber vielleicht sind auch Lärmquellen wie Autoverkehr und Straßenbahnen zu berücksichtigen und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit und die optimale Ausnutzung von qualitativem Wohnraum ist natürlich wichtig. Zwar gibt es und gab es in den vergangenen Jahren allgemein technologische Fortschritte in der Nutzung von CAD oder BIM-Tools. Die sind auch bei derart komplexen Herausforderungen von der Projektentwicklung oft zu träge oder liefern keine Entscheidungshilfen. Auch sind sie häufig ineffizient, diese Planungsprozesse. Sie arbeiten in CAD, sie werden aus in Excel und eventuell noch weiteren Programmen ohne eine echte Zusammenarbeit zwischen Design und kaufmännischer Entscheidung. Das Ganze ist meistens ja auch mit einem hohen Zeitdruck verbunden und man hat nur wenige Zeit, die verschiedenen Planungen zu testen, was die Iteration, sprich Wiederholung, die Standardisierung erschwert und verteuert. Jetzt ist Zeit, das zu ändern mit Autodesk Space Maker, denn diese Lösung kommt in der frühen Planungsphase zum Einsatz, um diese komplexe Herausforderung zu Beginn eines Projektes effektiv zu bewältigen. Denn auch hier gilt, je später im Projektfortschritt Fehler erkannt werden, desto höher sind die Kosten notwendiger Planungsänderungen. Ganz abgesehen von den Risiken einer Fehleinschätzung beim Grundstückskauf. Wir bieten eine ganze Reihe von Lösungen rund um die Projekt- und Immobilienentwicklung an, vom Konzept über Entwurf, Genehmigung zur Ausführung oder auch einer gemeinsamen Projektplattform, die sogenannte Common Data Environment, CDE. Und ob das nun die Lösungen von Autodesk wie AutoCAD, Revit oder die Construction Cloud sind oder andere Softwarelösungen. Spielt für die heutige vorgestellte Lösung eigentlich keine große Rolle, denn heute konzentrieren wir uns auf die Konzeptphase. Und letztendlich kommt natürlich die beste Werbung von unseren Kunden. Egal ob Projektentwicklung oder Planer, heben sie vor allem folgende Vorteile hervor: schnelles Bearbeiten und Analysieren, sehr einfache Benutzung, die bessere Qualität durch eine Vielzahl von Entwurfsvarianten und schnellere Entscheidungen auf Basis fundierter Analysen. Aber überzeugen Sie sich heute Vormittag selbst davon. Noch ein Hinweis, bevor es losgeht. Alle Teilnehmer erhalten im Anschluss unser neues E-Book zum Thema von KI-basierter Standardplanung profitieren, 11 Möglichkeiten für Projektentwickler und Planer. Auch werden alle Vorträge aufgezeichnet und Sie erhalten diesen Link als auch die Präsentation ebenfalls im Nachgang. Dazu bekommen Sie dann in den nächsten Tagen eine E-Mail. Sollten Sie Fragen haben, dann tippen Sie diese in das Bedienpanel unter Fragen ein. Diese werden von mir gesammelt und direkt im Anschluss des Anwendervortrags gemeinsam von allen Experten und Expertinnen im Roundtable beantwortet.
Sie können diese auch im Roundtable direkt stellen, falls Ihnen noch was einfällt oder sowas. Dann schalte ich Ihnen auch gern Ihr Mikro ein, da können Sie auch direkt mit diskutieren mit dem Mikrofon. Ansonsten einfach auch im Chat oder halt bei der Frage eintragen. Okay, nun übergebe ich an Herrn Zülke von Zeit, denn die KI-Engine hilft auch bei der Suche eines passenden Grundstücks und rechnet die optimale Ausnutzung aus. Sie erhalten dann alle Informationen und Berechnungen eines beliebigen Grundstücks zur Überprüfung der Rentabilität und der Ausbaupotenziale in Echtzeit. Aber genug der Ankündigung. Ich übergebe jetzt Herrn Zülke das Wort und der Moderator, da kann er seinen Bildschirm teilen. Erstmal vielen Dank, Herr Schlenker, für die Einladung, dass ich hier präsentieren darf. Ich fange noch mal an mit ein bisschen was über mich. Und zwar habe ich angefangen, nach dem Studium mich direkt selbstständig zu machen. Ich bin auch ausgebildeter Architekt, Matthias Zülke, mein Name. Und wir haben damals nach dem Studium halt schon immer, hatte ich den Wunsch, Architektur und Simulation, sprich Digitalisierung und Architektur irgendwie zusammenzuführen. Und wir haben ganz am Anfang, es war 2010, haben wir für die GNB-Zertifizierung Licht- und Energiesimulationen für Gebäude gemacht, die halt schon von anderen Architekten geplant waren. So haben wir angefangen damals. Nach einer gewissen Zeit haben wir dann festgestellt, okay, das ist nicht das, was man eigentlich will als Architekt. Man will ja kreativ sein. Da haben wir diesen Bereich quasi auslaufen lassen, haben dann für Audi viele Sachen gebaut. Das ist hier von 2012. Da kann man die normale Architektur und der normale Entwurf wieder in unseren Alltag. Das Büro ist dann größer geworden, 10 Leute angewachsen. Wir haben viel Bestand umgebaut. Das heißt, da fingen so meine ersten Erfahrungen mit der Thematik Projektentwicklung an. Wir haben nicht selber Projekte entwickelt, aber eben dementsprechend begleitet und immer schon auch früh eben Grundstücke versucht, gut auszunutzen. Dann kam das Thema Maß und Partner. Herr Schlenker hat das eben auch schon angeführt. 2017 bin ich Partner geworden in dem Büro. Damals waren wir so ja, 25 Leute. Wir haben es dann aufgebaut auf 65 Leute und Maas & Partner ist auch ein Büro, was eben sehr stark bekannt ist für Investoren. Sag ich mal, investorenfreundliche Architektur klingt jetzt ein bisschen negativ, aber wir waren immer schon sehr, sehr gut im Rechnen und Projekte wirtschaftlich auslegen. Wir sind auch sehr gut im Baurecht auslegen gewesen. Das heißt, da wurde nochmal diese Expertise etwas geschärft. Aber eben bei 50, 60 Leuten muss man auch effizient arbeiten. Und wir haben eigentlich alle Projekte gemacht, also vom ja, Mehrfamilienhaus über Kinoumbauten, Wettbewerbe, Quartiersentwicklung, eigentlich alles bis auf Flughäfen und Krankenhäuser und da auch alle Leistungsphasen. Wir waren aber eben trotzdem oder sind ein Büro, was sehr stark auf die Leistungsphasen 1 bis 4 fokussiert ist. Da liegt unser Schwerpunkt. Und das war auch mein Mitbereich, war meistens in der Projektakquisition und dann in den ersten Leistungsphasen unterwegs. Und wir waren auch immer oder sind ein sehr innovatives Büro und hatten eben immer dieses Dreigestirn aus anspruchsvoller Architektur, Innovation und Projektentwicklung. Und dann war es so, dass ich 2019 für 3 Monate ein Projekt im Ausland gemacht habe mit einem Verein in Berlin. Und zwar haben wir dort aus Bambus ein Community Center gebaut in einer kleinen Stadt in Ecuador. Und während dieser Zeit kam mir dann quasi nochmal die Idee, aus dem ganzen Alltag raus ist, aus dem Hamsterrad raus ist, dieser Prozess von, ich möchte gerne ein Grundstück analysieren, muss ich irgendwo hinfahren, mir die Taufhöhen und Pfirsichen messen. Der ganze Prozess ist so langwierig in meinen Augen gewesen und immer so aufreibend. Es gab zwar immer schon so ein paar Webseiten, auf die man gehen könnte. Tim Online werden natürlich viele kennen. Verschiedene Bebauungspläne in den Kommunen sind alle auf unterschiedlichen Webseiten zu finden. Und das war immer alles sehr, sehr anstrengend. Und wenn man einmal raus war aus dem Hamsterrad, konnte man sehr gut darüber nachdenken, wie man diesen Prozess nicht nochmal optimieren möchte. Und das ist quasi während dieser Zeit im Ausland entstanden. Ich kann jedem das mal empfehlen, einmal zu machen, mal wirklich einmal was ganz anderes zu machen. Hat zwar auch mit Architektur zu tun gehabt, das war dann hier am Ende das fertige Objekt. Und wir haben, als wir zurück waren, angefangen mit Grasshopper, so heißt das Tool, vielleicht kennen das auch einige, die hier zuhören.
versucht, eben unsere Akquisitionen, unsere Entwürfe digitaler zu gestalten. Das war so der Vorreiter von Spacemaker. Da kannten wir Spacemaker noch nicht. Und haben dann versucht, mit harten Regeln über viele, viele tausend Entwürfe den besten Entwurf herauszufinden. Also über KI wurde dann ein Entwurf herausgearbeitet, der dann angeblich der beste war. Ich zeige hier mal so ein Video, wie das angefangen hat. Da haben wir ein Grundstück gehabt und dann eben da versucht, die Baugrenzen über bestimmte Regeln ausfindig zu machen. Und da haben wir gesagt, du sollst ja eine gewisse GFZ erreichen. Bitte errechne mir den Entwurf, der das am besten kann. Dann wurden diese Entwürfe durchgespielt. Das ist hier eben dieses Tool Grasshopper. Und das waren so unsere ersten Berührungspunkte damit. Wir haben jemanden direkt von der Uni geholt, der Sven Könning, der wird auch später noch bei dem Roundtable mit dabei sein, der das bei uns im Büro gemacht hat, als ja, so ein Data Architect. Und haben aber dann festgestellt, dass das irgendwie nicht zielführend ist, mit dieser Art zu entwerfen, weil irgendwie hatte man dann zwar 1000 Entwürfe, aber irgendwie waren alle nicht so richtig gut und eigentlich hatte man doch immer schon so ein Gefühl, was auf dieses Grundstück draufgehen müsste. Und am Ende hat uns das nicht wirklich geholfen. Und dann kam uns die Idee, was ist denn, wenn wir überhaupt keinen Entwurf machen, sondern wir entwickeln eine KI, die nur aufgrund von Daten ein wahrscheinliches Volumen auf dem jeweiligen Grundstück entwickelt. Und das ist dann die Geburtsstunde von Zeit gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie auch vernünftig aufziehen. Dann habe ich mit einem Schulfreund, einem Sandkastenfreund, muss man eigentlich sagen, dem David Nellison, gesprochen. Der hatte gerade ein Startup verkauft in Hamburg, kannte also das ganze Thema Startup. Und haben uns zusammengesetzt mit den Partnern von Mars und Partner und David. Haben wir gesagt, okay, das ist die Idee, sollen wir jetzt diesen Weg gehen oder gehen wir diesen Weg eben nicht? Wir haben uns alle dann dafür ausgesprochen, diese Chance zu ergreifen und haben dann, jetzt ist es etwas über ein Jahr her, Zeit gegründet, im Sommer letzten Jahres. Und so ist Zeit quasi auch eine Ausgründung aus dem Büro Mars und Partner. Ich bin mittlerweile zwar noch Partner von Mars und Partner, aber operativ nicht mehr tätig, ich mache nur noch Zeit. Und ich würde Ihnen jetzt einmal ganz gerne so ein Part der Reise erzählen, aber natürlich auch die Softwarelösung vorstellen, weil ich glaube, das ist immer, macht es nochmal so ganz lebendig. Und wir fangen immer an mit dem typischen Pitch, mit der typischen Präsentation, dass wir eben mit den Herausforderungen der Immobilienindustrie anfangen. Mittlerweile muss man natürlich sagen, hat die Immobilienindustrie nicht nur diese Herausforderungen, sondern auch diese nur noch unter anderem. Das heißt, wir haben immer noch das Thema zu wenig Wohnraum, wir haben extrem hohe Energieverbräuche, das ist gerade auch schon gefallen nochmal, der Begriff. Wir haben hohe Flächenversiegelung immer noch in Deutschland und es wird immer noch mit zu wenig nachhaltigem Material gearbeitet. Und die Lösung für diese Probleme ist, da ist man sich einig, halt der Bestand. Man möchte den Bestand deutlich mehr nutzen. Logischerweise ist das auch unsere Meinung. Das Problem ist aber, man weiß bei dem Bestand einfach zu wenig. Und diese Pläne oder wichtigen Unterlagen liegen in irgendwelchen Tresoren oder Akten in den jeweiligen Ämtern oder halt bei den Eigentümern. Und wir wollen halt eben den Zugriff auf den Bestand, auf das Grundstück deutlich verbessern und eben beschleunigen. Und wenn man sich jetzt mal so eine Stadt oder Stadtteil hier anschaut, das ist hier übrigens Münster, da kommen wir auch her, da sitze ich auch jetzt gerade, dann kann man auf Anhieb erstmal nicht direkt sehen, wie viel Quadratmeter ein Gebäude wohl an Mietfläche hat. Und man kann zwar sehen, okay, hier hinten ist eine Baulücke, das kann ich auf die Maus, kann man sehen, hier hinten ist eine Baulücke, man kann aber nur mit Expertise abschätzen, das könnte irgendwie hier vielleicht 300, 200 Quadratmeter sein, hier könnte man auch noch aufstocken, aber wenn man dieses Grundstück jetzt hier betrachtet, dann wüsste man auf Anhieb nicht, was dort wohl möglich wäre. Und man kann auch nicht, wenn man jetzt rauszoomt, direkt mit Anhieb sagen, auf diesem Grundstück, da müsste man sich mal ganz genau Konstellation anschauen. Das könnte ein Grundstück mit Potenzial sein. Wir haben uns halt gefragt, kann man das nicht irgendwie optimieren? Heißt, der übliche Weg war für uns immer, wenn wir jetzt ein Grundstück angefragt bekommen haben, schaut doch mal, was geht aufs Grundstück drauf. Nichts war mit Papier, so wie jetzt hier etwas überspitzt dargestellt, sondern eben mit digitalen Werkzeugen, Grundstück umfahren, Gebäude umfahren, GRZ ausrechnen, gucken, wie hoch sind die Nachbarn, Traufhöhen, Firsthöhen messen, Baurecht wälzen und dann Bauklötzchen erstellen und dann eben dem Investor sagen, okay, da gehen wir jetzt 200, 300 Quadratmeter drauf. Das ist quasi so das, was wir bislang gemacht haben, was die meisten wahrscheinlich auch kennen.
Dann haben Architekten meistens immer noch ein bisschen zu viel gemacht, also wir zumindest, wir haben meistens auch mal Ansichten gemacht und am Ende kam immer die Frage nach der Mietfläche, man war dann immer so ein bisschen überrascht, warum man sich jetzt nicht über den Klinker ausgetauscht hat. So hat jedenfalls mein Arbeitsleben angefangen. Mittlerweile wusste man das natürlich. Und wir haben uns halt gefragt, warum kann man nicht auf ein Grundstück klicken und man bekommt sofort alle relevanten Daten über das Grundstück und über den Bestand, der draufsteht und auch über das Potenzial von diesem Grundstück. Das war der Auslöser für unsere Software. Und die Idee war eben, man klickt drauf, die KI sollte sich die Umgebung anschauen, dann über die GRZ und GFZ der Nachbarschaft auf das eigene Grundstück schließen mit dem Planungsrecht, was wir eben eingecodet haben, die Baumasse errechnen. Und zwar wirklich nur Zahlen über GRZ, GFZ, Höhen, Geschossigkeiten, Tiefen des Gebäudes, Grundstückszuschnitt. Sollte kein Entwurf entstehen, es sollte nur diese Zahl entstehen. Das ist nochmal wichtig zu verstehen. Das heißt, wir sind vor dem Entwurf mit Geometrie, wenn man so möchte. Also wir sind dabei, um Grundstücke schnell zu analysieren und eben die Masse dafür schnell zu analysieren. Und das sollte natürlich nicht nur für ein Grundstück sein, sondern es sollte halt eben für ganze Stadtteile sein, um direkt mal zu schauen, wo sind denn wohl interessante Grundstücke und wo sind vielleicht nicht so potente Grundstücke oder Gebäude. Und dann ging es eben weiter. Wir mussten der KI eintrainieren, dass sie sich natürlich nicht nur auf die beiden Nachbarn anschaut und da die Taufe in 14 übernimmt, sondern sollte natürlich auch lernen, wo sie denn wirklich sich gerade befindet. Das heißt, musste wissen, bin ich an einer Straßenecke, bin ich an einem Platz, ist mein Nachbar eine Kirche, auf die ich mich vielleicht nicht beziehen kann, sondern ist mein Nachbar halt ein Wohngebäude etc. Das war der Ansatz oder der Anspruch, den wir hatten, sie sollte die Stadt verstehen. Und dann ging es halt darum, wie kriegen wir jetzt überhaupt diese Daten zusammen? Wo kann man diese Daten herbekommen? Haben wir erstmal an Google Maps gedacht, die Daten kriegt man aber nicht, kann ich Ihnen sagen, da hat Google sehr stark den Finger drauf, das heißt, du musst irgendwie auf Daten, die es halt tatsächlich öffentlich gibt, das sind die Katasterdaten, die jetzt hier ganz links dargestellt, das, was Sie von Tim Online kennen, sprich die Gebäudeumringe und die Grundstücksgrenzen sowie Informationen über Vollgeschossigkeit, die stecken da mit drin. Aber es hat uns nicht gereicht, weil wir wollten natürlich wissen, wie hoch so ein Gebäude ist. Wir wollten auch wissen, wie die Dachfläche aussieht. Wir wollten wirklich schauen, wie sieht es unterm Dach denn aus? Wie viel Mietfläche kann man denn generieren, wenn man dieses Volumen aufschneidet? Dann braucht man eine zweite Datenquelle. Das sind die sogenannten LiDAR-Daten. Das sind Punktwolken, die gibt es von ganz Deutschland, allerdings nach Ländern sortiert und auch geteilt und auch nicht in jedem Land umsonst. In NRW sind die zum Glück umsonst. Die haben wir miteinander kombiniert. Und so hatten wir jetzt dann eine gute Möglichkeit, in diese Gebäude reinzuschauen. Und mit einer dritten Datenquelle, den Satellitendaten, konnten wir auch sehen, was für Materialitäten die Gebäude haben. Das heißt, wir konnten dann nach Gebäuden suchen, die zum Beispiel ein altes Flachdach haben, um eben zu schauen, was kann man mit diesem Dach noch machen, kann man das aufstocken. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal eben. Dazu muss ich einmal hier kurz rausgehen. Und wir gehen mal auf unsere App. Oder erstmal gehe ich kurz auf unsere Website, weil Sie können theoretisch auch schon Teile der App so nutzen. Das ist umsonst, www.site.ms.de oder com hat mir noch nicht genug Geld. Wir sind halt ein Startup, deswegen ist hier noch MS für Münster. Dann können Sie mal hier oben auf zur App gehen, dann können Sie selber schon in NRW, wir sind gerade Stand heute noch nur noch in NRW. Wir kommen jetzt noch in die nächsten Bundesländer, Berlin, Hamburg etc. Hessen sind die nächsten Bundesländer. Aber Sie können es eben dementsprechend schon so ausprobieren. Und ich zeige jetzt einmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert und aussieht. Genau, Fragen kann man immer gerne stellen. Also, wir sind jetzt hier quasi in NRW und ich zoome jetzt einfach mal hier nach Münster rein und man sieht, die Daten vom Katasterplan werden jetzt dementsprechend nachgeladen. Man sieht jetzt hier eben wie bei Tim Online die Katasterdaten und ich kann jetzt aber hier auf ein Grundstück klicken und es wird sofort der 3D-LiDAR, diese Cloud, Punktwolke wird mit dem eigentlichen Plan verschnitten und ich bekomme hier direkt die wichtigen Informationen, wie zum Beispiel, klar, einmal die Adresse, die Grundstücksnummer ist jetzt nicht so interessant, aber ich bekomme hier die Bestands-GRZ, ich bekomme hier die Bestands-GFZ, die komplette BGF, die Höhe des Gebäudes, klar, die Grundstücksfläche, bebaute Fläche, GRZ, die GRZ2 wird auch berechnet, die Geschossigkeit. Ich sehe halt eben hier auch das Volumen, falls es mal um Abriss geht, wir werden noch hinzufügen, Gebäudehülle, also Fensterfläche, Fassadenfläche.
Dachfläche, Versiegelungsfläche werden wir noch in Zukunft mit anbieten und eben auch die Fläche der gemischten, also was für eine Nutzung diese Fläche hat. Und jetzt kann man hier oben durchtoggeln. Bei diesem Grundstück ist jetzt nur ein Gebäude drauf. Da ist eben nur das Wohnhaus. Es gibt natürlich auch Grundstücke mit deutlich mehr Gebäuden. Das kann man hier oben alles dann sehen. Man kann auch sehen, ob da Trafos drauf sind, etc. Und man sieht eben, es sind jetzt hier anscheinend drei Vollgeschosse. Wichtiges Thema, werden Sie wahrscheinlich alle kennen. Wir können aber eben auch genau sagen, wie viele Geschosse es wirklich sind, wie viel Mietfläche wirklich am Ende dann entsteht. Das war so der erste Schritt. Das war schon mal nicht schlecht. Wir konnten also jetzt quasi, mussten wir nicht mehr irgendwie ausrechnen, was wahrscheinlich in diesem Gebäude ist, sondern wir hatten eben diese Datenbank so trainiert, dass man in Echtzeit diese Daten bekam und haben dann weitere Vorkehrungen getroffen, um die KI zu trainieren. Und wir haben weitere Karten noch mit eingebaut. Wir haben dann eine Satellitenkarte noch mit eingebaut, hatte ich eben schon gesagt. Das heißt, Sie können in der App jetzt auch eben wie bei Google Earth oder so die Satellitenkarte mit einschalten, um sich die Umgebung anzuschauen. Und wir brauchen diese Daten, um die tatsächliche Versiegelungsfläche zu errechnen. Das ist vor allen Dingen für Quartiere nicht schlecht, wenn Sie eben mit dem Bauamt argumentieren und Gründächer einbauen, komme ich gleich noch mal eben drauf zu. Dann haben wir das Thema Schwarzplan mit eingebaut. Wenn Architekten unter Ihnen sind, werden Sie das kennen. Ein Schwarzplan zu erstellen bedeutete meistens immer, man musste einen Studenten abstellen, der dann diese Gebäude umfährt. Habe ich früher auch gemacht, muss man nicht mehr. Ganz NRW wird das quasi in Echtzeit erzeugt. Das ist auch umsonst verfügbar auf der Softwareplattform. Wir brauchten aber diese Daten, um der KI zu erklären, ob sie sich im offenen oder geschlossenen Gebieten befindet. Also habe ich hier eine geschlossene Gebäudereihe oder bin ich jetzt hier im Einfamilienhausbereich, im offenen Bereich. Und wir mussten eben diese Schwarzwände selbst erzeugen, damit wir eine ständig gleichbleibende Qualität haben. Und das hilft aber auch eben beim Argumentieren mit dem Bauamt. Dann haben wir die tatsächliche Nutzung noch mit eingeführt. Das heißt, wir konnten genau sehen, wo ist jetzt Mischgebiet, wo ist urbanes Gebiet, wo sind öffentliche Flächen, wo sind private Flächen, wo sind Grünflächen, die vielleicht ganz interessant aussehen als Grundstück, wie zum Beispiel jetzt hier vorne. Könnte man meinen, das ist ein Grundstück, auf dem ich bauen kann. Kann ich aber nicht. Ist eben eine sport- und freizeitlich genutzte Fläche. All solche Themen wollten wir schnell ausräumen. Und dann ging es so Richtung GRZ und GFZ, weil die haben wir natürlich jetzt für jedes Grundstück gehabt. Und die haben wir dann auch eingebaut, sodass man sich diese Zahlen anzeigen lassen konnte für die jeweiligen Grundstücke. Man kann dann mal sehr schnell sehen, wo Flächen sind, die besonders gut ausgenutzt sind. Das Gleiche haben wir für die GFZ gemacht. Man konnte also jetzt schon so auf der Karte scrollen und schauen. Für Baumassen haben wir das Gleiche getan und hatte schon eine sehr gute Analyse der Dichte der Umgebung. Und jetzt ist es eben so gewesen, ich gehe mal wieder zurück zu unserem Beispielgrundstück hier unten, dass wir uns dann irgendwann gefragt haben, naja, ist ja alles schon ganz nett, aber eigentlich wollen wir doch jetzt wirklich dieses Volumen der KI berechnen lassen, das Volumen der Grundstücke berechnen lassen. Und dazu mussten wir dafür sorgen, dass die KI sich ständig die Umgebung anschaut und mit dem eigenen Grundstück abgleicht, so wie eben auch schon vorgestellt. Dazu passiert im Hintergrund immer Folgendes. Also wenn ich jetzt ein Grundstück habe, wird die Umgebung gescannt und sie sieht dauerhaft, während ich mich auf der Plattform bewege, die Umgebung, wo Bäume sind, wo Traufeln sind, welche Dachneigung vorhanden ist, welche GRZ-Ausnutzung vorhanden ist und errechnet dann eben aufgrund der Giebelstände, aufgrund der Außenringe oder Außenlinie der Gebäude, sich ein Baufeld für das jeweilige angeklickte Grundstück und errechnet dann darauf einen, wenn man so möchte, unsichtbaren Envelope, nennen wir es so eine Art Hüllfläche, die sie dann versucht geometrisch zu füllen. Und das sieht dann folgendermaßen aus, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf so eine Baulücke klicke, errechnet sie für diese Baulücke, man sieht, hier sind die beiden Gebäude, ein logischerweise hohes Baupotenzial. Das Grundstück ist derzeit leer und sie errechnet sich aus der Umgebung, wir haben es gerade bei dem Bestand gesehen, eben hier eine Grundfläche von 0,4. Das holt sie sich aus den Nachbargebäuden, aus den Nachbargrundstücken. Sie berechnet eine GFZ für das jeweilige Grundstück. Sie berechnet auch eine Gebäudehöhe mit einer Wahrscheinlichkeit, weil die Nachbarn, ziemlich einfacher Fall jetzt hier, die Nachbarn haben halt eben diese 12 Meter und sie berechnet eine
Fläche für dieses jeweilige Grundstück, was die BGF angeht. Das kann man jetzt für jedes Grundstück machen. Wir können das derzeit für Wohngrundstücke, so heißt ja auch der Seminar- oder Webinar-Titel. Das heißt, wir haben zuerst auf Wohnen trainiert. Das zeige ich auch noch gleich, wie wir das gemacht haben. Und dann haben wir uns halt gefragt, naja, man will ja nicht immer auf jedes Grundstück klicken, sondern eigentlich wäre es ja toll, wenn wir quasi eine Art Potenzialkarte haben. Warum können wir das nicht hier einbauen? Das heißt, das Potenzial wird ja sowieso hinter jedem Gebäude hinterlegt. Also wäre es ja nicht schlecht, wenn wir das anzeigen lassen können. Das haben wir auch getan. Und zwar haben wir jetzt hier diese Karte, wir nennen es KI-Baupotenzial. Das heißt, wir haben über diese Farbfelder quasi im großen Rahmen die Möglichkeit geschaffen, Grundstücke ausfindig zu machen, die Potenzial haben. Derzeit eben dementsprechend Wohngrundstücke oder Grundstücke, die für Wohnen geeignet sind oder als Wohnnutzung hinterlegt sind. Also kann ich jetzt immer sehen, bei Grundstücken, die halt besonders hell sind, da ist anscheinend hohes Potenzial. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu einem Feld in diesem Bereich hier. Hier sieht man zum Beispiel, hier gibt es kaum Potenziale. Man wird das später, das ist auch in der Beta-Version, man wird das später gar nicht mehr sehen. Das wird nicht mehr angezeigt werden, wenn dort kein Potenzial ist. Man sieht aber dementsprechend immer über diese Helligkeit, okay, hier ist nochmal ein Grundstück, was Potenzial hat. Hier sind anscheinend direkt 182 Quadratmeter möglich. Und das Ganze funktioniert natürlich auch für leere Grundstücke. Wie zum Beispiel, ich zeige es mal hier, zwei, es gibt mehrere Grundstücke hier, ein Bebauungsplan liegt hier hinter. Das können wir jetzt vermuten. Die KI weiß das ehrlicherweise nicht. Ich komme da gleich nochmal drauf, wie sie das macht. Wir haben keine Bebauungspläne hinterlegt. Die sind nicht maschinenlesbar. Das werden Sie wissen. Manche Bebauungspläne sind nicht mal menschenlesbar, wenn die so alt sind. Aber die KI schaut sich halt die Umgebung an, errechnet aus der jeweiligen Homogenität oder Heterogenität, ob es da wahrscheinlich einen Bebauungsplan gibt und versucht sich dann eben an die Daten zu halten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf dieses Grundstück mal klicke, dann macht sie Folgendes. Sie berechnet sich quasi aus der Umgebung eine Baumasse, eine BGF von 3000 Quadratmetern über eine GFZ von 3 und eine GFZ von 0,6. Und das sind auch die Zahlen, die hier im Bebauungsplan hinterlegt sind, obwohl das Grundstück leer ist und sie hat eigentlich keine direkten Vergleiche. Also dieses Grundstück ist auch leer. Das müsste theoretisch natürlich ihren Wert nach unten ziehen, tut es aber nicht, weil sie sich eben an die ja, Bebauung in diesem Feld hält, wo sie die Maximalwerte eben rauszieht. Das mal so ganz kurz zur Demo. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in die Präsentation und scrolle hier gerade mal noch mal ein bisschen vor, und zwar zu diesem Bild. Das ist jetzt wieder ein Ausschnitt aus der Baumassenkarte, die haben Sie ja gerade schon gesehen, die wir halt hinterlegt haben. Und wenn man die jetzt nochmal stärker kontrastiert, dann fällt auf, dass wenn man nur mit den Daten der Stadt arbeitet, keine Regeln sind einprogrammiert zu diesem Zeitpunkt. Also die KI kann eigentlich nur das an Daten sehen, was die Stadt ihr gibt. Da sieht man eigentlich was ganz Interessantes, und zwar werden Dinge sichtbar, die wir alle eigentlich als Architekten oder auch Entwickler kennen, sprich an Einfallstraßen ist die Dichte und Höhe der Gebäude deutlich höher. An spitz zulaufenden Straßen ist dementsprechend auch eine höhere Masse vorhanden, da sind die Gebäude auch höher. Und diese Daten hat sie einfach aus Grund der vielen, vielen Daten, die wir hinterlegt haben, oder diese Erkenntnis hat sie quasi daraus selbst gezogen, denn so funktioniert maschinelles Lernen. Man gibt eigentlich kaum Regeln vor, sondern man versucht einfach über riesige Datenmengen mit einem gewissen Trainingssatz Korrelationen zwischen den Datenmengen zu erkennen, beziehungsweise die KI versucht das zu erkennen. Das liegt jetzt, wenn man so möchte, hier hinter. Das heißt, sie versucht immer diesen Envelope zu entwickeln über die nachbarschaftliche Bebauung, entwickelt dann ein Volumen, was zum Beispiel jetzt hier dieses Mehrvolumen bei einer Aufstockung bedeutet, orientiert sich an der Nachbarschaft, guckt sich dann die höchst ausgenutzten Gebäude an, die tiefsten Gebäude, die vielleicht mit einem Staffelgeschoss noch dabei, und errechnet das für ihr eigenes Grundstück. Dafür haben wir ein Patent angemeldet. Und das fängt halt bei ganz einfachen Geschichten an, sprich, ich gucke, was ist Hauptgebäude, was ist Nebengebäude, liege ich in einer Reihe, liege ich an einer Straßenecke,
all diese Themen, die wir uns vorher ausgedacht haben, hat sich tatsächlich selbstständig erkannt, einfach aufgrund der Datenmenge. Und zweites großes Thema, was wir noch hatten, war natürlich, wie gehen wir jetzt damit um? Wie kriegen wir denn überhaupt die Nachbarschaften eingebunden? Und woher weiß sie denn überhaupt, was jetzt gute Grundstücke sind und was nicht? Das ist dieser ganz geringe Trainingssatz, den wir ihr einbringen mussten. Und das Ganze haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben über ein halbes Jahr lang die KI trainiert mit Gebäuden, die gut ausgenutzt sind und die schlecht ausgenutzt sind. Das heißt, uns wurden zufällig Gebäude vorgeschlagen. Wir haben gesagt, das ist ein sehr gut ausgenutztes Gebäude. Hot Property, so haben wir es genannt, und das ist kein gut ausgenutztes Gebäude. Das Ganze haben wir Property Tinder genannt, weil es so ein bisschen daran erinnert, eben an diese Tinder-App. Hier, das ist ein gutes Gebäude, das ist ein schlechtes Gebäude. Und das war der Trainingssatz, wo sich dann die Korrelation in den Daten herausgenommen hat. Und so haben wir dann irgendwann nach einem halben Jahr einen zu 90% korrekten Wert erhalten für die jeweiligen Grundstücke. Das habe ich gerade schon gezeigt. Wir sind jetzt hier wieder an der Ecke, wo wir eben standen. Dort wird dann eben diese Baumasse errechnet. Wir prüfen das Ganze. Wir haben das dann nachgeprüft. Das haben wir mit Spacemaker gemacht. Wir kannten natürlich Spacemaker von Maas & Partner. Soll jetzt ja hier nicht eine Werbeveranstaltung sein, aber es ist wirklich ein Tool, mit dem man sehr schnell Massen prüfen kann. Und wir mussten natürlich dann auch prüfen, was unsere KI uns dementsprechend vorhersagt. Und dafür haben wir dann auch Spacemaker genutzt. Und wie eben jetzt schon gesagt, hier hinten diese Baulücke hat von der KI vorgegeben 530 Quadratmeter. Und es ist eben auch nicht mehr machbar. Und so haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt so weit, dass wir das Ganze ausrollen können und eben das auch im großen Stil machen können. Und das war dann unser Produkt. Wir haben es am 1.1. Quasi sind wir auf den Markt gegangen mit Zeit. Und haben dann sehr schnell rausgefunden, naja, es ist ja gar nicht so schlecht. Was ist denn, wenn wir unsere Datenbank nutzen, um nach Grundstücken zu suchen? Weil wir wurden halt oft gefragt als Architekten, na, wenn Sie nochmal ein Grundstück mit 4000 Quadratmeter oder ein Grundstück kennen, wo 4000 Quadratmeter BGF drauf geht, dann sagen Sie mal Bescheid. Man kennt natürlich diverse Maklerhäuser, wo man Grundstücke finden kann, aber eigentlich ist es ja interessant auch zu schauen, wie sieht denn der Vormarkt für Grundstücke aus? Und wir haben uns halt gefragt, können wir das nicht durchsuchbar machen, die Datenbank, die wir hatten. 9,3 Millionen Grundstücke in NRW. Und wir konnten dann nach 3 Monaten haben wir das dann aufgebaut und wir konnten jetzt die Anfrage stellen, such uns bitte Grundstücke in Münster, die 2000 Quadratmeter BGF enthalten für Wohnen in der Nähe vom Supermarkt mit ÖPNV-Anbindung. Und die KI hat uns dann, oder die Datenbank, muss man ehrlicherweise sagen, die Grundstücke ausgeworfen, die dieses Volumen von 2000 Quadratmetern aufnehmen konnten. Das heißt, das Grundstück konnte auch nur 500 Quadratmeter groß sein, wenn es dann viergeschossig war, oder 1000 Quadratmeter, wenn es zweigeschossig war. Und wir konnten so eigentlich eine ganz schöne Grundstückssuche durchführen. Das haben wir dann auch als Produkt direkt umgebaut oder eingebaut. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Es ist vom Programmieraufwand relativ aufwendig gewesen. Wir haben angefangen mit einer Filterlösung über eben bestimmt nach Baulücken zu filtern. Wir haben dann aber jetzt eben gerade dabei, im Hintergrund diese Suche aufzubauen, wo man dann auch suchen sich speichern kann. Nach einer Suche für zum Beispiel Pflegeheime oder nach Suchen für ja, Lebensmittelmärkte. Und wir konnten dann nach relativ viel filtern oder unsere Kunden können nach relativ viel filtern, wie zum Beispiel Grundstücksgröße, POIs, sprich, was ist in der Umgebung, soll da ein Lebensmittelmarkt sein, soll da ein Nahversorgungszentrum sein, was mit Kindergärten, Schulen, man kann entlang von Infrastrukturen suchen, Logistika, zum Beispiel 5 Minuten Fahrzeit von einer Autobahnauffahrt, wir können nach Einwohnerdichten suchen, wo sind welche Arbeitskräfte in der Umgebung, wir können natürlich nach Kreisen suchen und logischerweise eben auch nach dem Potenzial der Grundstücke und man bekommt dann, wenn man eine solche Suche mit uns durchführt, erstmal einen Fragebogen, wo man die Sachen einträgt und bekommt dann hier so einen Deep Link, wenn man dann jetzt eine Suche durchgeführt hat. Da sind jetzt hier zum Beispiel die jeweiligen Grundstücke drin mit den jeweiligen Bezugspunkten der POIs. Und wir haben dann dementsprechend nochmal ein PDF zusammengestellt, wo
alle Grundstücke aus dieser Suche dann nochmal auch vorgeschlagen werden. Also es wurden ja, glaube ich, gerade über 86 Grundstücke gefunden bei der speziellen Suchausgabe. Wir haben hier vorbewertet, 17 Grundstücke wurden dann hier als gut befunden. Und dann gibt es zu jedem Grundstück nochmal wieder ein kleines Datenblatt, wo dann diese einzelnen, wie soll man sagen, Übersichten nochmal vorhanden sind. Es gibt dann auch immer noch wieder einen Link in unsere App. Kann man wieder auf das Grundstück gehen, sich das Grundstück anschauen. Und man bekommt dann auch hier wieder ein Potenzial vorausgesagt. Und hier war eben der Anspruch, mindestens 3.500 Quadratmeter Potenzial auf dem Grundstück zu haben. Und wir sind eben der Meinung, dass gerade jetzt vielleicht auch in der nächsten Zeit das Thema datengetriebene Akquisition sehr, sehr wichtig wird. Die Betrachtung von Bestandsdaten wird sehr, sehr wichtig, also schnell ein Gebäude einschätzen, ob es oder ein Grundstückslead einzuschätzen, ob es denn wohl gut ist, dieses Grundstück zu entwickeln, glaube ich, ist eine sehr wichtige Fähigkeit, da eben sehr schnell und effizient zu sein. Und das ist dementsprechend unser Anspruch. Eine Sache habe ich jetzt noch nicht gezeigt, und zwar ist es das, wenn ich ein Grundstück mal genauer betrachten möchte. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben eben, die KI kann nicht ein Gebäude bauen. Wir arbeiten gerade im Hintergrund daran, dass sie das auch kann, aber sie kann es derzeit noch nicht. Das heißt, wir müssen, wenn jetzt jemand sich hier für dieses Grundstück interessiert, müssen wir eben sehen, dass dort auch eine Prüfung dieses Grundstücks vollzogen wird. Das ist quasi ein zweiter Arm, ein zweiter Geschäftsarm. Kann man hier auf Potenzial berechnen klicken, dann gebe ich meine Daten hier ein und bekomme dann eine Analyse von uns eben zugeschickt. Da ist dann nochmal das Grundstück eingetragen. Es gibt eine kleine Beschreibung, warum die KI zu dem Wert gekommen ist. Dann sehen Sie hier nochmal die Werte, die auch aus der App kommen. Es gibt auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dazu. Da ziehen wir uns Daten von Bulwiengesa, also Revis-Daten, mit denen wir partnern, wo wir halt eben Bodenrichtwerte, Mietwerte mit eintragen, Rendite. Das ist schon ein bisschen ältere Berechnung hier. Es ist leider nicht mehr ganz so lukrativ, das Grundstück. Aber es ist dennoch ein gutes Beispiel. Wir berechnen die jeweilige Ausnutzung, also sprich, welche Wohnungsgröße könnte dort sein, wie viele Stellplätze brauchen wir für das Grundstück, so eine Projektentwicklerkalkulation. Es gibt dann nochmal Baukosten, die hinterlegt sind. Dann nehmen wir BKI-Kosten. Es gibt eine Fördergeldbetrachtung, deswegen ist der Bestand auch so interessant. Dann gibt es einen Backdoor-Approach, wo man nachher am Ende auch sehen kann, was das Grundstück dann dementsprechend wert ist. Und dahinter liegt dann nochmal wieder für die Argumentation beim Bauamt GZ-Karte, GFZ-Karte, Baumassen und Nutzungsart, auch die Traufe in der Umgebung, die Firste in der Umgebung, um eben dem Bauamt zu sagen, hey, wenn wir hier im 34er sind, dann schau doch mal, die Nachbarn haben hier eine deutlich höhere GFZ. Wir haben es hier schwarz auf weiß, warum dürfen wir das nicht? Oder die haben nochmal deutlich höheren First. Und dann gibt es eben dieses 3D-Modell noch dazu, was wir liefern, damit man sich das Ganze auch einmal als Block nochmal vorstellen kann. Das ist quasi die Analyse, die dann nochmal auch halbautomatisiert aufgesattelt wird. Aber die eigentliche Lösung, die wir vertreiben, ist halt eben diese Software, wo man eigentlich noch vor dem eigentlichen Entwurf ist. Sprich, ich möchte nur mal wissen, ist das ein interessantes Grundstück? Ja, nein. Was kann ich über dieses Grundstück in Zukunft oder was kann ich mit diesem Grundstück in Zukunft machen? Und genau, das ist quasi das, was wir gerade können. Wo wir jetzt noch hin wollen, ist, dass wir das Thema Versiegelung mit anbieten. Also wir wollen nicht nur diesen Potenzialscore mit anbieten, sondern wir wollen eben auch zeigen, was kann man mit dem Grundstück machen, eine Empfehlung aussprechen. Kann ich zum Beispiel auf dem Grundstück, was stark versiegelt ist, ein Gebäude aufstocken? Und dann mit einem grünen Dach die Stadt dementsprechend auch optimieren, sprich nochmal wieder mehr Grünfläche einbringen. Und Ziel ist halt, Nachverdichten in der Innenstadt, Nachverdichtungspotenziale aufzuzeigen, bevor ich auf der grünen Wiese neu versiegel und für jedes Grundstück eine automatische Empfehlung auszusprechen. Daran arbeiten wir gerade. Wir haben eben eine Karte entwickelt, wo man die Versiegelung erkennen kann. Das wird bald auch auf der App ausgerollt werden. Wir werden die Sonnenstunden pro Quadratmeter auf der App ausrollen, auch auf den Dächern. Damit berechnen wir die Photovoltaik-Möglichkeit oder die Potenziale.
Und das kombiniert, ich bin sofort fertig, das kombiniert, gibt dementsprechend dann eine Möglichkeit, der Stadt auch zu empfehlen, wo dann Hitzeinseln in der Stadt entstehen und wo nicht. Und damit haben wir nämlich auch die Behörden eigentlich ganz gut abgeholt. Genau, ganz letzt noch eben ganz kurz das Thema Baulücke. Wir haben eine 1001 Baulücke-Website entwickelt. Das war so der erste Aufschlag für eine Suche. Da wurden wir eingeladen vom Bundestag, haben die App dort vorgestellt. Das war so der erste Aufschlag. Da haben wir auch in ein paar Medien. Dann haben wir eben das Thema Nachverdichtung. Wir können auch genauso gut im Neubau Verdichtung aufzeigen. Und eben diese Suche, die Sie gerade gesehen haben. Das sind so die beiden Haupt-Use Cases und sind jetzt mittlerweile ja, ein knappes Dreivierteljahr am Markt und haben eben diverse Kunden, Lebensmittler, große Planungsbüros, diverse Makler und Projektentwickler schon als Kunden gewonnen, arbeiten mit einem Anwalts- und Anwaltskanzlei zusammen, die uns baurechtlich unterstützt und haben eben diese beiden Produkte, Potenzialanalyse und die Suche und können damit, glaube ich, helfen, die Akquisition deutlich schneller und effizienter zu machen. Ja, und das ist eigentlich auch schon so das Wichtigste, wo wir eben hinwollen, ist das Thema Energie und Verbräuche noch mit aufzuführen, ESG-Kriterien noch weiter einzubauen, Risiken einzuschätzen, Materialitäten direkt auszuladen aus den Grundstücken und BIM-Modelle zu schreiben. Wir hatten eben gerade das Thema BIM fit ja auch schon. Ja, einfach schneller an Bestandsdaten zu kommen und das würde nicht funktionieren mit dem Team. Wir sind mittlerweile 17 Leute, sind schon wieder ein paar mehr als hier. Ja, wie gesagt, jetzt ein gutes Jahr alt und haben wir noch einen langen Weg vor uns. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Fragen beantworten wir gerne später.